Ein Cognac dazu? Na, danke. Schnappst du dich auch? Danke, lieber Ned, ich bin eh schon total. Ich nehme einen. Wie lange bist du schon da? Allah. 2 Jahre. Ein bisschen länger. Das ist nicht total einsam, so ein Haus? Ich hab meine Arbeit, die Musik, die Bücher. Ja, klar. Manchmal schon. Was? Einsam. Manchmal ja. Ich werde einmal Schauspielerin, hat Witze Mama gesagt. Damals schon. So groß warst du. Ich sollte heute noch in die Apotheke. Heute noch? Der Doktor war da und hat für den Papa was aufgeschrieben. Das nimmt er eh nicht. Papa, du musst ein bisschen auf dich aufpassen. Ja, ja. Zu beeilen müssen. Ich hätte schon gewartet. Womit gewartet? Na, jetzt bist du wieder da. Wenn mich der Papa mal nicht mehr braucht, was wird dann sein? Was ist das? Briefe von der Mama. Die sollst du vielleicht lesen, habe ich mir gedacht. Hier bin ich immer gesessen als Mädchen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie erfolgreich ich einmal sein werde. Von allen bewundert und geliebt. Bewundert und geliebt. Geht das zusammen? Warum sagt einem das keiner? Hätten Sie es geglaubt? Ja. Immer strahlend, immer gut gelaunt, so zufrieden, so erfolgreich, das ist doch nicht echt. Man weiß überhaupt nicht mehr, wer du eigentlich bist. Und du weißt so genau, wer du bist. Vielleicht hörst du das ja. Danke, wollte ich dir sagen. Danke. Es ist nicht traurig, wenn man stirbt. Ich bin ja schon alt und man kommt in den Himmel. Das weiß ich. Verena?